Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Dresdner Essens-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 29,99 € kostet er und ich hoffe, dass wir hier auch einen schönen Warenwert drin haben. Aber vor allem schöne Produkte. Den gibt es in der Drogerie, kriegst aber auch irgendwie auf der Homepage von Dresdner Essens selber. Das Design hier vorne finde ich sehr, sehr schön. Hätten die hier drin auch gerne weiterführen können, aber auch Geschenke finde ich vollkommen solide. Wir haben ein Kläppchen-Adventskalender und werfen mal einen Blick hinein. Okay, erster Eindruck, wir haben innen drin Plastik und wir haben sich sehr schwer öffnen lassende Kläppchen. Das ist schade. Aber wir haben hier so kleine Glasfläschchen. Don't worry, be happy. Ein Aromabooster-Schaumbad mit ätherischem Mandarinen- und Orangenöl und Tonka-Extrakt. Das ist einmal dieses hier mit 20 Millilitern. Ich finde tatsächlich Badezusätze sehr, sehr schön. Ich glaube, bei dem Adventskalender werde ich auch ein Auge zudrücken und sagen, okay, hier dürfen auch mehr als nur 3 Badezusätze drin sein, weil ich glaube, so riesig ist das Sortiment von Dresdner Essens nicht. Aber wir gucken einfach mal, was sich hier sonst noch so drin verbirgt. Zitrische Düfte sind nicht so ganz meine Welt, aber Orange und Mandarine ist halt voll weihnachtlich, also von daher passt es in den Adventskalender halt rein. Ach, guck mal, eine Handcreme darf definitiv auch nicht fehlen. So weich, intensiv Handcreme, reichhaltige Pflege und Feuchtigkeit für trockene Hände. Hier sind auch 20 Milliliter drin. Das ist eine schöne Größe, um sie so in die Handtasche zu packen. Und das finde ich toll. Also eine Handcreme in einem Adventskalender passt definitiv. Und hier werden wir ja auch ausschließlich Pflege drin finden. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und das hier ist ein Bademini. Das ist eine süße Überraschung mit süßem Toffee-Duft. Das finde ich schön. Ja, man riecht auch ein bisschen was raus tatsächlich. Wie viel Gramm haben wir denn hier drin wohl? Für ein Vollbad. Hier steht halt einfach nur ein Stück. Das ist ein bisschen schade, denn ich fände so eine Mengenangabe auch ganz nett, um euch die Preise ausrechnen zu können. Ich hätte jetzt vielleicht vermutet 20 Gramm oder so. Kommt eigentlich wohin, ne? Dass es irgendwie auch ähnlich gleich viel wiegt. Nö, aber finde ich gut, ne? Solche Badetabs kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Wir haben jetzt mittlerweile eine Badewanne, sonst hätte ich mir den wahrscheinlich auch gar nicht gekauft. Hier haben wir die Nummer 4. Noch eine Handcreme. Okay, haben wir jetzt immer Badhand. Badhand, das finde ich ein bisschen langweilig. Süßer Winterzauber, reichhaltige Handcreme mit Bratapfel, Vanille und Zimt für trockene Hände. 20 Gramm, 20 Milliliter, Entschuldigung, sind hier drin enthalten. Ja, noch eine Handcreme, ne? Cool. Weihnachtlicher Duft kann man gut gebrauchen. Das finde ich cool. Eine Midnight Beauty Overnight Maske. Regenerierte und erholte Haut über Nacht für normale bis trockene Haut. Auch hier 20 Milliliter drin enthalten. Und sowas kannst du dir entweder ganz normal als Nachtcreme drauf machen oder abends als Maske auftragen und dann runternehmen. Vorm Schlafen gehen, je nachdem. Ich persönlich, ne, hätte sonst im Kissen drin. Genau. Oder man lässt es halt drauf, wenn man so Rückenschläfer ist. Ist, glaube ich, auch ganz easy. Aber ich glaube, das macht auch keiner irgendwie. Ne? So dieses klassische Bild, was man so aus Hollywood-Filmen von damals kennt, mit Maske drauf und Gurkenscheiben im Gesicht, macht ja irgendwie keiner. Aber ja, finde ich tatsächlich als Produkt in diesem Adventskalender sehr cool. Und ich wusste gar nicht, dass Dresdner Essens auch sowas hat. Also die Zerstörung der Kläppchen geht weiter. Ne? Ich habe jetzt hier Nikolaus geöffnet. Das feste Shampoo karibische Früchte verbirgt sich hier drin. Für normales Haar geeignet. Und das sind auch, ich glaube, das ist jedes Kläppchen hat 20 Gramm Produkt oder 20 Milliliter. Ist auch interessant, ne? Riecht echt angenehm, muss ich sagen. Also schon nach Mango oder so. Ich persönlich kann tatsächlich feste Shampoos nicht so gut verwenden, weil meine Kopfhaut davon zu trocken wird und das gefällt meinen Haaren nicht so. Die wollen es echt wissen mit den Handcremes. Paradiesischer Granatapfel. Eine regenerierende Handcreme. Belebend und verwöhnt. Auch hier 20 Milliliter drin. Ja, jetzt hätten wir 3 Handcremes. Reicht. Also bei Badeprodukten hätte ich gesagt, hau raus, Kokette. Bei Handcremes sage ich, reicht. Ist auch irgendwie nicht so ganz die richtige Moral, oder? Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier ist eine Bodylotion drin. Feuchtigkeit und weiche Haut für normale und trockene Haut geeignet. 20 Milliliter. Sowas mag ich. Und ich finde es wirklich interessant und witzig, dass wir hier die gleiche Größe von einer Bodylotion drin haben wie bei Handcremes. Aber gut. Bodylotions finde ich auch sehr sinnvoll, weil du sehr viel verwendest, wenn du das wie ich zum Beispiel machst. Also jeden Abend creme ich mich halt wirklich intensiv ein. Das heißt, so eine 20 Milliliter Tube reicht vielleicht für 1,5 Mal bei mir tatsächlich, weil ich bin 1,73 groß. Da geht das dann auch schnell auf. In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein Badekonzentrat Muskelentspannung freuen. Wacholder und Rosmarin wirken hier entspannend und das kann ich so gut gebrauchen. Also, ich sollte echt meine Wanne gehen hier, ne?
Gott, riecht das gut. Wir haben ja so ein, muss ich euch erzählen, Fun Fact. Wir haben mal irgendwann von Aldi oder so einen kleinen Rosmarinstrauch gekauft, einfach den man so in einem Pott drin hat, ne, für Küchenkräuter. Haben wir draußen eingepflanzt, ist so ein richtiger Riesenbusch geworden. Und immer wenn ich dran vorbeigehe, liebe ich das einfach und so riecht das. Es ist großartig. Ach schön, in der Nummer 10 darf es mit einem pflegenden Duschgel weitergehen. Paradiesischer Granatapfel wirkt belebend und verwöhnend. Auch hier wieder 20 ml am Start. Und wir hatten noch kein Duschgel und ich finde, duschen sollte man auch ab und an mal machen, ne? Ja. Am 11. Dezember dürfen wir wieder in die Wanne steigen. Badekonzentrat, Entspannung und Schlaf mit Lavendel, Bergamotte und westindischem Sandelholz. Das wirkt beruhigend und auch hier in dieser wunderschönen Glasverpackung sind 20 ml drin. Das wird dann auch für ein Vollbad reichen und sowas finde ich auch schön. Ne? So schön vom Schlafen gehen, einfach in der Wanne hauen, mag ich sehr gerne. Das wäre jetzt auch tatsächlich das dritte Badekonzentrat, aber ich finde es okay. Der Tüter da draußen, was ist los? Zur Halbzeit erwartet uns hier ein Full-Size-Produkt und das finde ich toll. Hydro Express Lippenpflege, 24 Stunden Feuchtigkeit, 4,7 Gramm. Ne? Ja, einfach mal eine Lippenpflege, sowas gehört auch in einen Pflege-Adventskalender definitiv rein. Finde ich schön. Auch am 13. Dezember schickt uns dieser Adventskalender in die Badewanne und zwar Midnight Beauty. Das ist ein Nein, wir gehen nicht baden, das ist zum Einölen, das finde ich klasse. Ein beruhigendes Pflegeöl für normale bis trockene Haut. Auch das ein Glasflakon, auch hier 20 ml drin. Verwende ich tatsächlich auch von Knie bis Hüfte, also für meine Oberschenkel, gegen Zellulite, gegen meine Dehnungsstreifen. Ne? Auch sehr, 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 sehr gut. Ach, schau mal, wir haben am 14. Dezember eine nährende Avocado Body Milk mit Intensivpflege und Feuchtigkeit für trockene Haut drin. Auch hier 20 ml drin enthalten. Wie gesagt, Body Lotion kann ich sehr gut gebrauchen. Und die erste, die wir hier drin hatten, die hätte ich theoretisch, wenn ich das jeden Tag aufmachen würde, schon längst aufgebraucht. Am 15. Dezember dürfen wir streichelzart duschen gehen. Eine streichelzarte Pfingstrose gibt uns ein pflegendes Duschgel mit Feuchtigkeit und belebenden Duft. Au! 20 ml sind hier drin. Au, das tat wirklich weh. Nein, finde ich gut. Kann man auf jeden Fall gut machen. Ich mag sehr, sehr gerne den Duft von Pfingstrose. Am 16. Dezember erwartet uns nährende Avocado mit einem Massagehautöl, welches Avocado und Ylang Ylang beinhaltet. Für normale und trockene Haut 20 ml. Auch das super geeignet für meine Pflegeroutine, aber auch wenn man sich einfach gegenseitig was Gutes tun möchte. Ne? Finde ich schön. Das finde ich richtig toll. Am 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend, haben wir hier eine Sakura-Kirschblüte. Liebe den Duft. Gesichtsmaske für Feuchtigkeit und Glow für trockene Haut. Richtig geil. 20 ml sind hier drin enthalten. Also für mich ist es ist sowas tatsächlich auch in so einem Adventskalender mega das Highlight-Produkt. Riecht sehr, sehr angenehm, sehr, sehr dezent. Also das finde ich schön. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe sie schon vermisst, die Handcremes, ne? Midnight Beauty 2-in-1 Overnight Handcreme und Maske, 20 ml, aber das finde ich tatsächlich schön. Also wir haben ja schon drei Handcremes hier drin gehabt, aber das hier ist ja etwas, was du halt so richtig dick dir auch drauf machen kannst und theoretisch auch als Hand, du kannst jede Handcreme als Handmaske verwenden. Aber nee, das finde ich schön. Ja, passt. Am 19. Dezember haben wir wieder ein Bademini hier drin, Entspannung und Balance mit exotisch floralem Duft. Ja, finde ich sehr ansprechend, muss ich sagen. Und ich glaube, es ist auch ganz fancy, wenn so eine Badetablette sprudelt. Ich hoffe nur, dass die dann auch wirklich einen schönen Duft versprüht und nicht einfach nur so vor sich hin sprudelt und dann auf einmal weg ist, weil dann hätte es ja eher weniger Effekt, ne? Aber ich glaube, die hat schon einen Duft. Doch, doch. Oh mein Gott, die Nummer 20 ist ja richtig geil. All you need is sleep, entspannendes Zuckerölpeeling mit pflegenden Pflanzenölen und entspannendem Duft. Das finde ich klasse. 40 Gramm haben wir hier drin. Jeden Dienstag und jeden Freitag peele ich meinen Körper und sowas. Also das ist doch klasse. Das ist ja, Zuckeröl. Ich mag gerne Zuckeröl-Peelings, weil du hast da auch diese Schrubbelpartikel mit dabei durch das Zucker. Gleichzeitig ist es relativ nachhaltig, weil du ja ein Zucker hier drin, also du hast Zucker als Peeling-Partikel, sodass das Ganze sich dann ja auflöst. Und du hast einen pflegenden Effekt durch das Öl. Da wusste ich auch nicht, dass Dresdner Essenz sowas hat. Feier ich. Der Sprint Richtung Heiligabend ist eröffnet, sodass die Nummer 21 uns wieder ein bisschen chillen kann. Keep Calm and Take a Bath, Aroma Booster, Schaumbad mit ätherischem Lavendelöl, westindischem Sandelholzöl und Vanilleextrakt, auch hier 20 ml drin enthalten. Sehr angenehm. Doch, das hört sich nach etwas an, was ich sehr, sehr gerne mögen werde.
Jetzt wollen sie es aber wissen hier mit dem Baden. Ne? Hauptsache, du bist sauber bis Weihnachten. Denn in der Nummer 22 haben wir das Badekonzentrat De-Stress mit Kamille, Hanf und Vetiver drin, was natürlich entspannend wirkt. Und hier sind 20 Milliliter drin. Passt doch. Kann man gut gebrauchen, so kurz vor Weihnachten tatsächlich. Also so viel Baden, wie man hier angeboten bekommt, würde ich jetzt nicht in der Frequenz. Ne? Aber es ist schon toll, so viele schöne Essenzen hier drin zu haben. Vielleicht für manche ein bisschen zu viel, aber doch, weitermachen. Okay, die hauen hier wirklich raus. Ein Tag vor Heiligabend darfst du nochmal baden. Love Hugs and Kisses Aroma Booster Schaumbad mit ätherischem Ylang Ylang und Orangenöl und Tonka-Extrakt. Ne? Hatten wir nicht sowas Ähnliches schon mal hier mit dabei gehabt? Tonka hatten wir hier bei dem ersten auch noch mit drin, aber das ist ja Orangengedönsen gewesen. Ja, kannst du dir halt einen Badezusatz aussuchen, aber das ist jetzt schon sehr viel aufeinander. Ne? Gucken wir mal, was am 24. Dezember so drin ist. Ist das eine Full Size? Dresdner Essenz, purer luxusfeste Duschpflege. 45 Gramm haben wir hier drin. Verwöhne deine Haut mit unserer hochwertigen Duschseife. Purer Luxus mit dem glamourösen Duft von Jasmin, Mandarine und Mandelblüte. Die Haut wird sanft gereinigt und mit dem Pflegekomplex aus Mandelöl und Aloe Vera Extrakt vor dem Austrocknen bewahrt. Das hört sich gut an. Ach Gott. Ach Gott. Wie edel ist das? Wie gut riechend ist das? Oh Gott. Ja, eine wundervolle Nummer 24. Muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich nicht so der Ultra-Fan von festen Dusch- und Haarwaschprodukten und so weiter bin, passt das richtig gut, weil das ist Gold, es glitzert, es glänzt, es ist toll. Und es passt halt auch zu diesem Adventskalender, ne? Muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob wir hier auch wirklich... Doch, ich denke schon, dass wir das hier ein bisschen besser haben werden, wie zum Beispiel bei dem Kneipp-Adventskalender, wo wir ja unter Wert waren. Ich glaube schon, dass wir hier auch den Wert erreichen werden. Wir haben hier so tolle Produkte drin. Und ja, es ist sehr, sehr badelastig. Das muss man wirklich sagen. Das haben die auch zum Ende hin wirklich krass übertrieben, meiner Meinung nach. Da hätten sie wenigstens ein bisschen im Wechsel machen müssen, ne? Dass du es nicht so ganz zugeballert bekommst. Aber ich finde, dass wir hier echt coole Produkte drin finden, die einen auch einfach so ein bisschen dazu bringen, in dieser stressigen Winter-Weihnachtszeit, weil jeder hat doch irgendwie so einen Jahresendspurt vor sich, ne? Nochmal so ein bisschen runterzukommen, abzuschalten und ein bisschen Me-Time sich zu gönnen. Ich glaube, dafür ist der Adventskalender echt gut geeignet. Wofür du dann die vielen Handcremes brauchst, keine Ahnung, kannst du dich einfach ein bisschen durchtesten. Ne? Ich glaube, so eine Handcreme brauche ich, also in der Größe, vielleicht eine im Monat auf. Wenn es gut läuft, zwei. Aber nun, das ist jetzt einmal der Dresdner Essenz Adventskalender gewesen und ich schaue mich hier um und denke mir, interessant, was Dresdner Essenz alles im Sortiment hat, oder? Finde ich spektakulär, das mit dem Peeling finde ich toll, das mit den Masken finde ich toll und auch, dass die ein festes Shampoo haben, wusste ich persönlich jetzt so irgendwie nicht und gefällt mir. Wirklich, schreibt mir aber gerne mal eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.